So, da sind wir wieder bei Let's Adventure You Minecraft. Und heute spielen wir die Map von Justice Zocker und die Map heißt Unkreativität. Genau. Ich habe das Tät so laut ausgesprochen, weil es auf meiner Website kein Ad dargestellt werden kann und da kommen komische Symbole. Und es sieht so groß aus und deswegen habe ich Tät gesagt. Und das interessiert euch bestimmt total. Aber was uns viel mehr interessiert, ist diese Map von Justice Zocker. Hallo Zombie oder Spieler dieser Map. Für die Story musst du dich drehen. Für die Regeln musst du dich nach rechts drehen. Okay, für die Story muss ich mich drehen. Es kommt keine Story. Nein, okay. Regeln. Auf... Ja, das ist eine Parodie. Das sehe ich sofort. Auf Pissvoll spielen. Wie harte Männer. Hammer. Friedlich sogar. Das Übliche, also keine Blöcke zerstören. Möglichst nicht cheaten. Ich weiß, dass du es tun wirst. Getan. Höre auf die Schilder. Sie, ja. Zombie, wieso sag ich da Zombie? Steht da Zombie? Hau dich selbst. Nein, okay. Story. Du bist ein gut bezahlter Reporter und bist auf dem Weg zur Arbeit. Oh nein, was ist das? Man hört einen Schrei und ein Krachen. Plötzlich wachst du in einem Raum auf und fragst dich, wer du bist. Du willst sofort hier raus und suchst einen Ausgang. Also ich weiß, dass ich ein gut bezahlter Reporter bin, aber weiß nicht, wer ich bin. Okay. Gut. Sehr gut. Da stand was. Da konnte man nicht dem Vorbeifallen lesen. Also fliegen wir kurz. Cheater. Wieso habe ich eigentlich Frame-Einbrüche? Das mag ich gerade nicht sehr gerne. Ich mag Glowstones. Und mehr stand auch nicht. Okay. Cool. So. Oh Mann, jetzt... der braucht einen Schirm. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Warum passiert immer mir sowas? Was ist mit Cray Caron, meiner Frau? Boah. Unfairität. Unfairität. Neue Worte, cool. Was wohl da oben auf mich wartet? Ja, ich gebe Ihnen einfach mal eine andere Stimme auf, wenn ich so rede. Oh, ein Jump'n'Run. Darüber kam doch mal was im TV. Im Fernsehen. Gleich nach Mitten im Leben auf RTL. Jump'n'Run. Das neue Hobby für Hobbylose. Was? Das widerspricht sich doch nicht. Nein, keineswegs. Da unten steht ein Schild, aber da steht bestimmt nichts Wichtiges drauf. Puh, endlich geschafft. Ich will es trotzdem lesen. Aua. Nix mit aus der Map springen. Trollface. Oh. You mad, bro? So, puh, geschafft. Dann kriegen wir hier einen Frame-Einbruch. Was ist denn los? Was hat denn mein Minecraft gerade? Ich würde gerne nachschauen, aber ich schaue es nach der Map nach. Ich nehme jetzt nämlich gerade ganz viele Maps auf einmal auf. Oh, ich sitze ja noch gar nicht drin. Ha! Oh, das Minecraft steht auch noch gar nicht drauf. So, jetzt hat er... So. Nein, will nicht. Ha, ich hab's angeschoben. Mit meinen Beinen. Ich hoffe auch, der Ventilator im Hintergrund stört gerade nicht. Oh, ein Labyrinth, schön. Autsch, meine schöne Nase. Wenn es Nacht ist, bitte auf Tag stellen. Nacht ist es jetzt gerade nicht, aber ich möchte... Regen ausmachen und nochmal Tag machen, so. Und ich möchte bitte wissen, was mein Spiel so laggy. Ich habe nichts umgestellt. Nö, gar nichts. Irgendwo gab es etwas, was das Spiel zum Laggen. Das habe ich ja nicht angestellt. Nö, Loadfarbe ich aus und alles. Komisch. Dann weiß ich nicht. Aber egal, wir gehen einfach mal über das Labyrinth, weil er uns die Möglichkeit bietet. Nein. Wir könnten natürlich jetzt so gemein sein, aber ich bin einfach mal so nett und gehe noch hinein. Solltest du vielleicht den Stein doch wegmachen und es einfach ein Schild hier draufstellen. Wenn es... Naja, habe ich schon gelesen. Oh, ein Labyrinth. Links oder rechts? Rechts ist ein Schild. Ich will rechts lang. Und eins, zwei, drei, hops. Oh Gott, oh Gott. Hops! Yay! Yeah. Wie jetzt? Ich bin umsonst über die Lava gesprungen. Ich sag mal, hackt's bei euch. Nein. Gut, dann gehen wir eben da lang und hier lang. Und dort. Und hier. Und, oh, guck mal, Wiese. Oh, schon wieder. Überall ist Wiese. Das ist ja voll modern. Das ist ja so, als hätte er den Boden gar nicht ausgetauscht. Als wäre er zu faul dazu gewesen. Und schon wieder ein Hops. 1, 2, 3, hopp. Oh Gott, da brennt's. Einmal kräftig Anlauf nehmen und... Für die, die nicht verrecken wollen. Eine Lederrüstung. Ich komme gerade von der Seite. Wieso sollte ich denn jetzt darüber hüpfen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich gehe einfach weiter hier lang. Oh, hallo. Einen Schalter. Okay.
frage ich mich doch, was wir schaltern müssen. Stimmt da hinten irgendwas? Also heißt, ich muss über die Lava, um in die richtige Richtung zu gelangen. Gut, dann gehen wir zurück zur Laver. Na, habt ihr auch einen Lava? Schlechte Wortwitze, schlecht. Sitzen alle hier gerade mal fertig. Oh, nee, das geht doch nicht. So, hopp, gehen wir rüber gehoppt. Hoppidi hopp, hopp, hopp die hopp. Fast schon Hip-Hop, so hoppig. Nein, Hip-Hop wollen wir hier nicht. Wir wollen hier. Hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang. Wo ist nur der Schalter? Hier. Was? Willkommen bei Wer wird Millionär? Juror Reporter. Erste Frage. Was ist dein Beruf? Reporter. Ich möchte aber kurz mal wissen. Was wäre hier? Fail. Ah, okay. So, dann. Zweite Frage, was für eine Welt ist das? Super flach, Standard. Das Einzige, was hier super flach ist, sind meine Witze. So. Sehr gut, auf zur nächsten Frage. 7 mal 7 ist. Weiß ich gerade nicht. Kopfrechnen, gern. 7 mal 7, 49. Plus 2. Nein, warte, warte. Doch, plus 2 darf man rechnen. 7, also 49 plus 2, 51. Minus 12 mal 2, 24. Ich mache jetzt den Touch. Kopfrechnen! Ich kann nicht während der Aufnahme rechnen, das geht nicht, weil ich da immer 5 Sekunden nachdenken muss und ich will aber dauerhaft reden. Das widerspricht sich. So, wir haben 52, ziehen 20 ab, dann haben wir 32, ziehen 4 ab, haben 28. Nein, immer 27. So, hab ich mich verrechnet? Warte, das will ich jetzt wissen. Ich dachte, 28 wär's. Kalkulator. 7... mal 7 ist 49, plus 2 ist 51. Ach, 51, nicht 52. Okay, Entschuldigung. So, habe ich mich selber durcheinander gebracht. Schon Ende? Wisst ihr, ich habe doch gerade erst angefangen, das kann doch nicht sein. Also ich gehe lieber hier, Punkt vor Strich. Ich schlag meinen Kopf gegen die Wand. Ich. Okay. Hi, ich sehe so wunderhübsch aus, ich bin ein Assassine. Blablabla. So. Danke fürs Spielen dieser Map. Ich hoffe, sie hat dir euch gefallen. Ich weiß, sie war etwas kurz, aber für meine erste Map schon ganz schnuckelig. Ja, wenigstens war sie lustig. Ersteller YouTube.de Justice Zocker. Twitter CheesyThe34. Oh, ein Twitter-Nutzer. Ich mag Twitter-Nutzer. Tester. Ich selbst, weil ich keine Freunde habe. Verarscht. Okay, das war's dann. Yay! Wir sehen uns bei der nächsten Map wieder. Bis dann, euer Zombie! Und für die männlichen, bis dann, euer Zombie!